Wir haben aktuell in den letzten Jahren zum Beispiel mit der Formel E Rennserien, die in die Innenstädte gehen. Ist das nennenswerte Konkurrenz für die etablierten klassischen Rennstrecken oder ist das eine friedliche Koexistenz, will ich es mal ein bisschen mit einem Lächeln sagen? Also es ist sicherlich im Augenblick eine friedliche Koexistenz, weil Formel E in meinen Augen nicht alleine durch den Sport lebt, sondern durch die Show drumherum, dass es eben in den Großstädten so stattfinden kann. Unter sicherheitstechnischen Aspekten sehe ich das Ganze schon etwas kritisch. Die Fahrzeuge sind bei 220 Stundenkilometer abgeriegelt. Auch 220 Stundenkilometer sind nicht ohne, aber spätestens wenn es dann noch schneller wird, denke ich mal, sind die Sicherheitseinrichtungen für Fahrer und auch Zuschauer in großen Städten gar nicht mehr umsetzbar. Wir sehen das Thema Nürburgring jedes Jahr, ist ein Heidenaufwand aufzubauen für das DTM-Rennen einmal im Jahr. Andere Stadtrennen wie Singen oder alles, was es früher mal gab, sind mittlerweile an dieser Problematik leider auch ein bisschen eingegangen. Abseits von diesem Thema bleiben wir einen kurzen Moment bei der Elektromobilität und dem elektrischen Motorsport, Formel E, EGT-Meisterschaft ab dem nächsten Jahr. Sind das nennenswerte Sparten im Motorsport für die nächsten Jahre oder sehen Sie das als relativ kurzlebig an? Nein, also ich glaube schon, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Wir als ADAC machen es auf jeden Fall. Das sind einfach Strömungen, die in der Industrie da sind. Die Gründe sind, glaube ich, vielfach bekannt, warum das jetzt in die Richtung auch stark und schnell in diese Richtung geht. Und dem können wir uns und werden wir uns als Motorsport nicht verschließen. Im Gegenteil, ich sehe sogar Möglichkeiten, dass der Motorsport auch für diese Art Veranstaltungen in technischer Hinsicht zum Beispiel auch wieder mal ein Versuchsfeld sein kann, da wo der Motorsport ja eigentlich ursprünglich auch mal herkam. Noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Wie ist Ihre persönliche Beziehung zum Sport, zum aktiven Sport? Was machen Sie selbst, um fit zu bleiben? Also ich jogge relativ viel, spiele Fußball, mache eigentlich sehr viel. Ich habe Sport studiert. Also ich bin Diplom-Sportlehrer, ich bin mit Sport groß geworden und irgendwas mit Sport mache ich eigentlich den ganzen Tag. Ihre Lieblingssportart? Oh, da habe ich eigentlich ganz viele. Schwimmen, Tauchen, Laufen, also so wirklich eine, wo ich jetzt sagen kann, mache ich nur oder gucke ich nur oder konsumiere ich nur, gibt es eigentlich gar nicht.